Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Deswegen herzlich willkommen Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ihr kriegt natürlich in Zukunft wieder um 8.15 Uhr die ganz normalen Videos. Aber heute hat mich ein ganz besonderes Video erreicht. Und zwar dieses hier. Das ist von dem Kanal Morgentau und es ist einfach mega, mega, mega schön geworden. Ich habe sie schon ein paar Mal auch entdeckt von ihren Videos. Ist noch ein relativ kleiner Kanal, deswegen checkt sie unbedingt mal ab. Ich möchte sie einfach jetzt hier einfach mal auf diese Plattform bieten, weil ich weiß, wie schwierig es ist, auf YouTube hochzukommen. Und sie bearbeitet das Ganze mit so viel Liebe und hat auch extra für uns, beziehungsweise für mich, ein Video erstellt. Und da freue ich mich einfach mega, mega krass. Deswegen viel, viel Spaß beim Anschauen. Da es auf Leos Kanal schon so viele gute und hilfreiche Tipps gibt, werde ich dir in diesem Video einmal komprimiert eine Zusammenfassung von den, wie ich finde, besten Tipps geben. Aber zuerst einmal, wer bin ich überhaupt? Morgentau heißt mein Kanal hier auf YouTube und ich lade wöchentlich ein Video zu den Oberthemen Oberstufe und Lernmethoden hoch. Da ich selber in der Oberstufe bin und euch mit mir motivieren möchte, diese Jahre mit Freude durchzuziehen, um ein gutes Fundament für dein späteres Leben zu legen. Es geht außerdem um Zeitmanagement und Organisation und wie du das Beste aus dir rausholen kannst. Denn wie Leo mal so schön gesagt hat, es ist nicht immer die Motivation, die einem fehlt, um etwas anzufangen oder durchzuziehen, sondern meist die Ablenkung, die man reduzieren muss. Und in diesem Sinne fangen wir direkt an. Das wohl Spannendste, was ich bei mir selber auch schon gemerkt habe, ist der Cambord-Effekt. Das bedeutet, dass man für die Themen in der Oberstufe eine Grundlage braucht. Wenn du einfach schon in den Jahrgängen davor Lücken hast oder Themen gar nicht verstanden hast, fehlt dir diese Grundlage, um die weiteren Themen zu verstehen. Erst wenn du dir die Zeit nimmst, um alte Themen aufzuarbeiten und die fehlenden Themen mit dem schon vorhandenen Wissen aus dem Fach verknüpfst, wird es dir immer ein Stückchen leichter fallen, dir neue Themen zu erschließen und in dein Netzwerk, zum Beispiel vom Fach Mathe, einzubauen. Hättest du in der Grundschule nämlich nicht Plus, Minus, geteilt und mal gelernt oder das einmal eins, dann könntest du heute nach all den Jahren dieses Wissen nicht auf den Satz des Pythagoras anwenden. Das heißt, du wärst nicht in der Lage, dir diesen so schnell zu erschließen, da dir die Grundlagen gefehlt hätten. Empfehlen kann ich dir zu dem Thema aber auf jeden Fall die passende Folge aus dem Abiturathleten-Podcast. Da erklärt Leo dir das nochmal etwas ausführlicher. Daran schließt sich auch schon gleich die zweite Sache, die du auf jeden Fall für dich anwenden solltest, an. Das Podcast hören. Für mich eines der Medien, um mich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Den Podcast hören kann man immer nebenbei, beim Sport machen, beim Fahrradfahren, beim Einkaufen oder auch beim Aufräumen. Bei allem, was nicht hundertprozentigen Fokus benötigt. Beim Fahrradfahren solltest du aber nicht gerade auf einem neuen oder sehr befahrenen Weg unterwegs sein. Und natürlich kannst du es auch hören, wenn du als Beifahrer im Auto sitzt oder Bus fährst. Aber auch, wenn du dich durch das Hören von Podcasts weiterbilden kannst, solltest du deinem Gehirn Pausen gönnen. Genug Schlaf spielt dabei eine Rolle, aber auch zum Beispiel Meditation, um wieder den vollen Fokus auf die nächsten Projekte und Ziele zu legen. Kommen wir als nächstes zu einer Lernmethode, die dir hilft, bei der nächsten Klausur bis zu 50% mehr von dem zu Lernenden zu wissen als deine Mitschüler, die keine richtige Strategie beim Lernen befolgen und sich immer wieder alles durchlesen. Diese Methode heißt AA-Methode und sie wird dir helfen, schon nach einer Woche das Doppelte zu können, wie eine Studie belegt. Der Testgruppe, die nicht jeden Tag dasselbe Blatt angeguckt und durchgelesen hat, sondern nur am ersten Tag die Möglichkeit hatte, sich das Blatt einzuprägen und an den darauffolgenden Tagen immer wieder alles nur durch das Aufsagen aus dem Gedächtnis zu wiederholen, fiel es schon nach ein paar Tagen deutlich einfacher, das Gelernte wiederzugeben. Das macht deutlich, dass es sich lohnt, schon eine Woche vor der Klausur, aber mit weniger Zeitaufwand an den einzelnen Tagen vor der Klausur anzufangen. Jetzt würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du auch auf meinem Kanal vorbeischaust und mich abonnierst, wenn dich noch mehr solcher Tipps und Tricks interessieren. Dort habe ich auch ein Video mit Leo zu dem Thema mehr Freizeit neben dem ganzen Hausaufgaben- und Klausurenstress hochgeladen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dass ich hier heute dabei sein durfte und noch ganz viel Erfolg an euch weiterhin.